Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich stehe vor einem großen Totenkopf, Mottenvieh, das mich in der letzten Folge doch ein wenig geärgert hat, mit seltsamen Attacken, die da von der Seite kamen. Und der Grab war auch sehr wild. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen, einen Moment. Ja, let's go. Zwei, drei Versuche wird es dauern, bis ich wieder drin bin, denke ich. Hatte ich hier viele Seelen? Nee, ne? Und, ah, das kam ja mehr. Ha, jawohl. Wenn ich mit Microsoft Flight Simulator warm werde. Mist, ich wollte da durchrollen, um näher an ihn ranzukommen. Oh, was passiert? Shit. Nicht gut. Komm, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Das Ausweichen nicht geklappt. Irgendwann ist die. Das ist wie mit Alkohol anfangen. Irgendwann ist die Flasche nicht tief genug. Ach du Scheiße. Oh Mann. Erfahrung, oder wie? So, jetzt kommt wieder das Kamehameha. Ah, Mist. Ja, ich wusste, dass ich heilen muss. Hab gehofft, ich kann einmal Schaden machen vorher. Ich hätte saufen sollen. 170 Flugzeuge. Das Basecamp hat nur 20 oder so. Okay, krass. Falls die Leute auf YouTube sich fragen, was hier los ist. Ich habe gerade den Microsoft Flight Simulator ein bisschen gespielt. Zum Reinkommen. Zum Reinkommen in Elden Ring. Einfach mal Microsoft Flight Simulator. Weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Mist, diesen. Okay, wenn die vielen Kugeln kommen. Shit. Oh, Kamehameha! Mist. Okay. Kommt der Grab oder was kommt? Nee, okay, kein Grab. Shit. Okay. Oh, nice, 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 nice. Wichtig. Wo ist er? Da ist er.
Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, alles gut, alles gut. Ich hab gehofft, oh, killt das mich? Ich glaube, das killt mich, ne? Oh, ich hab's überlebt. Nee, ich hab's nicht überlebt. Mist. Den Titel aktualisieren auf Twitch. Also das Spiel müsste passen und ich spiele auch das erste Mal Elden Ring, also... Doch, das ist mein erstes Mal Elden Ring. Ja gut, ja. Hatte ich, ich glaube, ich hatte es vorhin kurz erwähnt. Alles easy. Nee, Fluffy. Dankeschön. Lieb von dir. Den habe ich noch nicht so raus. Nee, oh. Ein besserer Titel. Ja, eventuell. Könntest du da recht haben? Oh, killt mich das? Oh, es killt mich nicht. Es killt mich nicht. Das ist der Grab. Ja. Oh, nein, wie? Ich war unter ihm. Oh, und wieder hinüber. Oh, dass er mich dort greifen konnte, war ein bisschen... dumm. Fluffy, glaub mir, das tue ich. Mist, das darf ich nicht. Ich dachte, ich kriege ihn da vielleicht nochmal, aber leider nein. Mist. Ah.
Oh, Mann. Oh, nee, der Grab. Ah. Hit. Oh, und der killt mich halt komplett. Der darf mich nicht erwischen. Uff. Der ist so hart. Oh Mann. Autsch. Mist. Ah, das ist, glaub, wieder mein Tod. Wow! Der Seewall. Alter. Hi, Seewall. Ah, jetzt war ich abgelenkt. Danke, Mann. Seewall, vielen Dank. Alter, Fluffy. Komm schon. Ey, das ist so mies. Schöner Boss. Oh, boah. Aktuell habe ich noch zu kämpfen mit diesem schönen Boss. Nein, oh, ich habe gedrückt. Fast volles Leben, ne? Und es killt mich komplett. Julius, hi. Die Reise zum Eldenthron. Oh. Steinig und schwer. Beziehungsweise auf und ab. Deine Seele. Mist. Volles Leben, ne? Wotz. Oh, was passiert? Oh, okay. Scheiße. Komm schon, mein Guter. Das war gut. Ah.
Ah, da muss ich das Timing noch finden. Kommt ein Grab? Nein, sehr gut. Was passiert jetzt? Ah, Meteoriteneinschlag. Eieieiei. Oh weh, oh weh. Alles gut, nichts passiert. Nein, oh, ich habe nicht gecheckt, was er tut. Okay. Oh, das wird ein Grab. Nee, wird's nicht. Ah, Mist. Oh. Oh, komm schon. Nee. Fuck. Ah. Oh. Das war ein guter Versuch, aber am Ende hat er einen nach dem anderen rausgeprügelt und mir kaum Zeit gelassen. Puh, okay. Mist. Oh, dass der nicht getroffen hat. Oh. Come on. Mist. Oh Mann. Shit. Das wird ein Grab. Puh, nee, warum trifft der Grab mich dort? Ich war genau richtig ausgewichen. Aber aus irgendeinem Grund trifft der Grab so. Eieiei.
Diese Hitbox. Ja. Aber schön, dass Miko, ich glaube, du siehst das ähnlich. Ich vermute es nach dieser Aussage. Luffy, welcome back. Der Grab ist einfach geil. Ah, das war nix. Souls-like. Ich hab letztes Jahr im Dezember, am 6. Dezember, habe ich das erste Mal Dark Souls gespielt und damit auch mein allererstes Souls-like, Soulsborne. Mein allererstes Souls-Spiel. Ich habe die gesamte Dark Souls-Reihe vor kurzem, die quasi abgeschlossen im Sinne von Hauptstory, aber mir fehlen noch einige Bosse, die auch noch auf dem Plan stehen. Random draufkloppen? Was heißt denn hier random? Hier ist überhaupt nichts random. Dieses Ausweichen an der Stelle. Das war nix. Ja, das stimmt absolut. Sepp, gebe ich dir recht, ist mir vorhin tatsächlich auch aufgefallen. Habe ich gerade vorhin drüber nachgedacht. Eigentlich dachte ich gerade, er macht wieder seine Meteoriten, aber die kommen wohl jetzt. Oh, das war sehr glücklich gerade, das Pattern. Yes! Nice! Oh! Jawohl! Schön! Danke, Leute. Dankeschön. Summons sind für Schwächlinge. Die Ehre lässt keine zu. Ja, ey, sorry, das ist keine Ahnung.
What the fuck? Was ist das? Ich will das nicht. Ich will die Bosse alleine killen. Tatsächlich. Luffy. So, was geht jetzt hier? Das ist doch so ein Magiertor eigentlich, oder? Von der Akademie. Oder nicht? Ohne einen Eidring kommt ihr hier nicht weiter. Eidring. ...69 Millionen Tode, ja, beinahe. Ohne einen Eidring. Nun. Ich würde, glaube ich, nochmal hier nach diesem Eidring suchen, glaube ich. Oh, wait, what? Die Tour kann ich jetzt aufmachen? Das ist natürlich jetzt, das ist natürlich, viel Info gerade an der Stelle, aber ich glaube, das, da wäre ich nie drauf gekommen. Danke für den Hinweis an der Stelle, das wäre jetzt eine ewige Suche geworden. Weggeworfener Palastschlüssel. Oh, okay, wow. Dunkelmondring. Okay, da weiß ich natürlich auch nicht, dass das ein Eidring ist. Muss ich den an... Muss ich den irgendwie anlegen? Nee. Okay, da selbst wenn ich den Ring gehabt hätte, wäre ich da nicht drauf gekommen. Dass das der Eidring ist. Oh, und jetzt ist es hier einfach weg, oder wie? Okay. Oder ist das die falsche Richtung? Nee. Der Hinweis von Miku war an der Stelle wesentlich subtiler. Du hattest dich mal wegen einer Truhe gewundert. Da hättet ihr mich noch ein bisschen rätseln lassen können. Aber trotzdem danke für die Hinweise an der Stelle. Next time. Nee, alles gut, Sepp. Tiefer Brunnen der Einsel. Mondlichtaltar. Ah, jetzt haben wir's. Jetzt sind wir hier oben. Sollte ich hier noch nach irgendwas Ausschau halten? Weil die waren hier ja irgendwie an so einem, vor so einem Altar oder so. Gibt's hier noch einen Boss oder irgendwas? Nee, hier bin ich wahrscheinlich durch, ne? Hier unten in der Unterwelt brauche ich, glaube ich, nicht mehr gucken. Ein böses Sepp. Ja, Thorsten, deine Hinweise, die sind auch immer großartig. Oh, was, es geht hier ab? Holy shit. Okay. Das versteht der ja nicht. Oh Mann. Was ist das hier alles? Ja, Entschuldigung, ich hatte vielleicht nicht mehr auf dem Schirm, dass ich von der tatsächlich diesen Segen bekommen habe. Oh, was passiert? Okay, ah, okay. Wir haben solche Kumpels. Unsichtbare Zauberkumpels. Unsichtbare Zauberkumpels sind am Start, die die Einrichtung kaputt machen. Ey! Sag mal,
Jungs! Hey! Da oben war noch... Da sind nochmal zwei sogar. Ah, drei. Okay, alles klar. Hey! Oh, ihr seid mies. Ihr seid miese Ratten. Ihr seid verdammt miese Ratten. Habe ich euch erwischt? Ich glaube, ich habe alle erwischt. Ich bin aber auch wieder so ein Held, ne? Ich laufe hier mit 82.000 Seelen durch die Gegend. Fluffy, das ist nicht unbedingt Absicht. Beziehungsweise... Ja, keine Ahnung. Ich bin mit Magie in diesen Spielen irgendwie nie warm geworden. Und ich find's auch cool so, ehrlich gesagt. Bisschen Magie benutze ich ja auch. Okay, aber ich glaube, ich gehe mal schnell zurück. Nee, wenn ich jetzt zur Gnade gehe, sind ja die ganzen unsichtbaren Kumpels wieder da. Sag mal, ist das eigentlich, ist das üblich? Das ist, dass man als Souls-like oder Streamer, der Dark Souls und Elden Ring und sowas streamt, dass man sich solche Dinge anhören muss? Dass man keinen Skill hätte? Das ist, passiert ständig. Jop. Okay. Na gut. Haben wir hier wieder so einen durchsichtigen Durchgang im Boden? Hier muss es doch irgendwas geben. Wenn sie doch mal getroffen werden. Oh Mann, ey. Hey, ich hab das schon mitgekriegt, Leute. Da, auf, wenn man hier Dark Souls und sowas streamt, dann da muss man ein bisschen dickes Fell haben, was sowas betrifft. Eigentlich darf man nur Melee, Only und Single spielen. Was heißt Single? Ach so, Einzelwaffe. Nicht Double Wielded. Okay, bin ich dumm? Ah, Single, keine Summons. Okay. Bin ich dumm und sehe es einfach nicht? Ja, okay. Weil irgendwas wird es hier ja wohl geben. Jupp. Irgendwas muss es hier doch geben. Hier sind doch nicht so viele unsichtbare Kumpels und dann ein cooler Loot, oder? Also.
leider nicht. Hm. Okay. Hier irgendwo? Aha, da haben wir es. Sehr gut. Ein Dunkelschmiedestein. Weiß ich nicht. Könnte mal noch nützlich werden. Aktuell nicht so wirklich. Ah ja. Hier, oh, das sieht schon auch wieder so nein. Was zum. Was ist hier los, ey? Krass. Hammer. Cool, 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 cool. Nix da, Fluffy. Irgendwann finde ich schon. Bist du der, den ich schon besiegt habe? Ich habe gesagt, das zählt als Sieg, Kumpel. Kollege Schnürbacken. Das hat als Sieg gezählt. Du brauchst jetzt nicht versuchen, hier eine zweite Runde zu starten. Das ist nicht geil. Vor allem habe ich die falsche Waffe drin. Ich habe gesagt, ich habe gewonnen. Geh weg. Ich habe schon gewonnen. Jetzt bist du... Nee, ja. Ist halt so. Kann man nichts machen. Brauchst du jetzt gar nicht... Ausrüstung kann... Was? Achso. Oh je, oh je, oh je, oh je. Nein, ich sterbe. Hm. Déjà vu. 82.000 Seelen. Hm. Jetzt liegt der genau auf meinen Seelen, wenn der hier gleich spawnt, ne? Shit. Warte kurz. Ich muss kurz weg, Kumpel. Wir sehen uns gleich wieder, ja? Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss kurz was machen. Und dann gibt's nochmal auf die 12. So, jetzt können wir. Dass ich das Ding getroffen habe. So, Freundchen. Oh, da geht's ja runter. Knappes Pferd. Autsch. Hoppala, das wollte ich nicht. Okay. Oh nein. Lucky. Glück gehabt an der Stelle ein bisschen.
Kann es sein, dass der jetzt mehr aushält? Ich glaube, der hält ein bisschen mehr aus als letztes Mal. Ich treffe ihn halt nicht gerade, ne? Was ist dein Plan? Okay. Wie ich seinen Kopf nicht treffe. Ich merke auch gerade, dass ich keine schnelle Rolle habe. Was sehr ungeschickt ist. Muss kurz die Ausrüstung ändern. Also eine mittlere Rolle zumindest. Ich brauche eine mittlere Rolle. Da fährt wohl der durch die Gegend und will nicht beschimpft werden. Ey, ich hab's gerade gemerkt, okay? Ich hab's doch bemerkt. Okay. Ah, das ist ja eine miese Nummer. Komm her. Lass mir dir eine auf die 12 geben. Wo ist dein Schädel? Leute. Warum war er bitte im Fitnessstudio? Das ist gemein. Kannst du nicht weggehen, ins Fitnessstudio latschen? Bei einem Kampf? Und dann wiederkommen und denken, ja, das ist fein so. Mega uncool, Kumpel. Mega uncool. Ich komm nicht ran an seine dicke Rübe. Komm. Ups. Ich hau aber auch ins Leere, obwohl ich jetzt so einen dicken Prügel hab. Schande, ey. Alter. Das kann ich kaum vorlesen, was da steht.
Da ist doch gar keiner. Ja, Kumpeldrache, wie schaut's eigentlich aus? Warum bist du hier oben? Kann ich auch einfach mal hier gucken, was hier überhaupt geht? Warum bekämpfe ich dich denn? Hallo? Geben Sie mir den Loot, bitte. Sternenlichtsplitter. Sternenlichtsplitter. Okay. Einige Sternenlichtsplitter. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit tue. Hier ist ein Loch. Hier scheint ein Meteorit runtergegangen zu sein oder einer der Sterne. Ja, Drache, warum bist du hier? Ich meine, hier ist ja eine Gnade. Huah! Okay. Fluffy. Kann ich hier von... Aha. Okay. Hier sind Finger. Sind das Rannys Finger, die sie umgebracht hat? Du siehst aus wie Ranni in jungen Jahren. Ring anstecken. Oder du bist einfach so dürr. Ich dachte, Ranni hätte mehr auf den Rippen. Wait. War das andere nur ein Abbild von Ranni? Jetzt ist sie weg. Ach, guck mal. Da, mit dir habe ich eher geredet. So, it was thee, who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord, and once all is done, we shall see each other once more. Okay. Okay, ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass sie
die Rolle der Fürstin dann einnehmen will. Aber ich werde ihr Fürst, Dunkelmond, Großschwert, klingt erstmal geil. Ich habe ja sowieso ebenfalls ein Problem mit diesen Fingern. Die gehen mir ziemlich auf die 12. Ich finde das irgendwie weird und strange, auf irgendwelche solche komischen Finger zu hören. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen war mir Rani eigentlich echt sympathisch, nachdem ich sie das erste Mal so richtig angesprochen habe. Okay. Hä? Gibt's hier einen anderen Weg hierher? Da gibt's noch einen anderen Weg hierher. Nee, von hier bin ich gekommen. Moment. Da geht's weiter. So. Ein Pilz auf dem Kopf. Du meinst mein Lichtchen? Wo bin ich? Immer noch oben. Ach, dieses ist kein Pilz, das ist ein Zauberhut. Denke ich. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch ein Pilz. Ich hasse euch, seltsamen Mistbestien. Wo ist es hin? Da. Das ist doch eine von diesen hässlichen, grausamen Zapplern. Ist doch einer von diesen Zapplern, oder nicht? Ja klar ist das einer von den Zapplern. Nur ohne Schwerter diesmal. Wo ist es? Da. Mist. Oh, von oben. Alles klar. Es kommt einfach von oben runtergedroppt. Kannst du bitte aufhören? Lass mich gefälligst... Ach, ich hasse das. Ich hasse es so sehr. Du bist eine miese, kleine Kreatur. Ach. Gut. Erlegt. Halbe Stunde? Ja, okay. Ich komme gleich. Die Zappler, ja. Wirkliche Zappler, ey. So, jetzt habe ich gerade erfahren, dass eine Kleinigkeit, ein kleiner Snack... Fertig ist das neue Brotmesser. Stimmt. Schauen wir mal nach dem neuen Brotmesser ganz kurz. Ich habe nicht genug Weisheit dafür. Löst Frost aus. Einzigartiges Talent, Mondlicht, Großschwert. Haltet das Schwert in die Höhe und badet es im Licht des dunklen Mondes. Verstärkt kurz magische Angriffe und erfüllt die Klinge mit Frost. Aufgeladene Angriffe entfesseln Mondlichtsalven. Das klingt sehr geil, allerdings kann ich es nicht benutzen. Werde ich wahrscheinlich auch nie benutzen können. Weil 38 Weisheit ist schon ein bisschen was. Habe ich nicht. Hirn für ein großes Anime-Schwert. Tja. Das ist die große Frage. Warum braucht man Hirn dafür? Weil es... Mondlicht herbeizaubern kann wahrscheinlich. So, kann ich hier AFK gehen? Ja, ne? Ich meine, das ist ja kein... Kommen ja nicht random irgendwelche Gegner. Wenn keine Gegner in der Nähe sind, dann kann ich hier AFK gehen, beziehungsweise eine Folge für YouTube. Heute mal eine kürzere Folge. Aber... Auch nicht so wild, oder? Ein bisschen Fortschritt gemacht, bisschen weitergekommen, einen Boss gekillt, einen riesigen Drachen gefunden, den ich eigentlich schon besiegt hatte, der dann abgehauen war. Der ist dann ins
Fitnessstudio gegangen und kommt auf einmal stärker wieder. So funktionieren die Regeln einer Schlägerei eigentlich nicht. Aber in dem Fall ist es so. Ja, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.